Wir gucken uns hier nochmal die Fleischfrage an, denn es gibt ja doch so einige Tendenzen und Erkenntnisse, die da immer mehr ins Auge fallen. Und Vegetarier werden, wie es ausschaut, hier und da immer intoleranter. Man könnte fast schon sagen militant, um ihre Ideologie an den Mann und an die Frau zu bringen, was ja auch schon ein Hinweis auf deren mentale Verfassung sein könnte. Ja, ich persönlich habe mir das Thema über die Jahre doch recht intensiv und vor allem ergebnisoffen angeguckt. Und ich für meinen Teil, ich konsumiere jetzt keinen Gramm weniger, eher sogar mehr Fleisch als noch vor ein paar Jahren. Bevor es losgeht, verweise ich dich mal auf die Fitnessfibel von Sjaard Roscha. Das ist ein etwas ungewöhnlicher Ansatz, wie du mit geringem Zeitaufwand einen sehr beachtlichen Körper aufbaust, auch wenn du vielleicht nicht die genetische Veranlagung dafür hast. Sjaard hat schon tausende Bücher an den Mann gebracht. Die Infos sind absolut praxisnah und sofort umsetzbar. Und aktuell, da sendet er dir das Ganze sogar kostenlos raus. Du zahlst nur die Versandkosten, denke ich. Da muss man eigentlich nicht zweimal überlegen. Sieh dir das mal an, wenn du magst. Der Stoff ist sehr professionell. Ich packe dir einen Link in die Videobeschreibung. So, Fleisch oder nicht Fleisch? Natürlich bin ich kein Arzt und jeder soll die Entscheidung für sich selbst treffen. Aber es gibt eben doch viele Hinweise darauf, dass fleischlose Ernährung mit körperlichen und mentalen Nachteilen einhergeht. Ich denke da zunächst an den Nährstoffmangel bei Fleischverzicht, den viele Ärzte erkennen, aber auch ganz besonders an die körperliche Verfassung, in die man rutschen kann, sobald man nämlich auf Fleisch oder sogar Tierprodukte generell verzichtet. Was man da teilweise sieht, und ich meine den gewaltigen körperlichen Verfall mancher Leute, der ja eigentlich schon von weitem erkennen lässt, dass es irgendwo Nährstoffdefizite geben muss, das ist schon frappierend. Sicher wird jetzt nicht jeder Einzelne so drauf reagieren und derartige Symptome sichtbar werden lassen, aber es sollte ja, wenn man zumindest wissenschaftlich empirisch an eine Sache herangeht, um Tendenzen, also um Verallgemeinerungen gehen. Das ist zwar für viele äußerst schwierig heute, aber nur indem du verallgemeinerst, kommst du zu einem Resultat, also Gruppe A versus Gruppe B, und dann guckst du dir halt an, wo es signifikante Unterschiede gibt. Interessant ist es ja auch, dass viele, die diese Art von körperlichem Raubbau betreiben, gar nicht mal gesundheitliche Gründe, sondern eben moralische Gründe nennen, und das ist dann, wie ich finde, schon richtig fahrlässig. Institutionell wird der Fleischverzicht ja auch so behandelt und fast schon diktiert, könnte man sagen, wobei man dann ja oft sogar noch makabre Klimagründe vorschiebt, und ich muss sagen, da sind wir dann wirklich auf Peak-Clown-Welt-Niveau angelangt. Ja, wenn du in dieses Thema mal sachlich einsteigen willst und dich objektiv informieren willst, dann kann ich dir übrigens den Kanal von Anthony Lee empfehlen. Hier geht es um Landwirtschaftsfragen, das ist also der Nährstand, wie man früher sagte, das heißt jene, die uns ernähren. Zudem sind auch Klima- und CO2-Fragen dabei, die verständlich und vor allem faktenbasiert vermittelt werden. Und ja, den Kanal solltest du wirklich abonnieren, ich habe den auch abonniert. Vegetarische bzw. vegane Ernährung steht ja auch oft bei Studien über die psychische Gesundheit am Pranger. Nicht jede davon ist natürlich 100% konkludent, aber viele sind es eben doch. Und meine persönliche Wahrnehmung bestätigt eigentlich immer Letzteres. Ich würde zum Beispiel nie eine Beziehung mit einer Veganerin eingehen und wahrscheinlich auch nicht mit einer Vegetarierin, aber okay. Und die Mann-Frau-Unterschiede, die sollte man aber auch wirklich berücksichtigen. Da ist es natürlich hormonell bedingt so, dass Frauen von Natur aus weniger Appetit auf Fleisch haben als Männer, sie also von Hause aus weniger davon konsumieren, ganz einfach, weil der Instinkt nicht da ist. Und warum ist er nicht da? Das ist auch ganz logisch. Männer müssen ihre Testosteronspeicher auffüllen, Frauen ihre Östrogenspeicher, und gesättigte Fette sowie Cholesterin, die kommen eben primär von Tierprodukten, und ohne diese, das ist auch belegt, ist es unmöglich, deine T-Levels auf hohem und gesundem Niveau zu halten. Auch hier verweise ich dich mal auf einen Top-Experten, den du bei Gesundheitsfragen konsultieren kannst. Das ist der Kanal von Dr. Berg, und auch den solltest du abonnieren, wie ich finde. Du kannst hier bei jedem der Videos übrigens ganz leicht den deutschen Untertitel einstellen. Das geht dann über die Einstellungen und sollte es für viele leichter machen. Ja, in dem Video hier, wir hören gleich mal rein, da geht es explizit um gesättigte Fettsäuren und Cholesterin.
welche ja gerne mal verteufelt werden, die aber eigentlich sowas wie eine Art Lebensquelle für dich sind und Garant für Abwehrkräfte. First, let's just cover cholesterol. What is it? So it's a type of fat that your liver makes. And the reason why your liver makes this type of fat is to make cell membranes, the stuff around your cells. It's to help make hormones. It's to help make even vitamin D. You can't make vitamin D without cholesterol. Ja, da hast du's. Das so wichtige Vitamin D, das braucht Cholesterin, um produziert zu werden. Dasselbe ist übrigens auch der Fall für Testosteron. Auch das braucht Cholesterin. Ohne sinken die Testosteronwerte in den Keller. Saturated fat. Very simply, it's a type of fat that will stay solid at room temperature versus another type of fat which is liquid at room temperature, and that's called unsaturated fat. For example, if we take coconut oil, right, and we compare that to lard, both of them have saturated fat. And interestingly enough, coconut oil has 87% saturated fat. Ja, hier geht es um die Kokosnuss, die voller gesättigter Fettsäuren ist. Aber man muss dazu sagen, dass das Gros dieser Fette eben von tierischen Produkten kommt. Da ist dann die Kokosnuss eher eine Ausnahme. So tell me why saturated fat is bad if it's in coconut oil. The truth about that, it has a very, very small impact, if anything. Most of the cholesterol is made by your body. And people have the confusion that cholesterol is coming in the body and creating a problem. If we're saying that cholesterol is the worst thing to eat, then why does your body make 80%? Genau, dein Körper ist also extrem bemüht, Cholesterin selbst herzustellen, und er produziert satte 80% davon selbst. Is it trying to kill you? No, it's trying to help you. It's trying to get you to survive. If your body makes 80% of your cholesterol, if you add a little bit more, guess what? Your body makes less. It's okay to consume steak, lard, butter. There's not much of a difference between those and coconut oil. Ja, das ist wirklich sonderbar, fast schon absurd, dass gesättigte Fettsäuren und Cholesterin so heftig und pauschal angegriffen werden. Also von den meisten Quellen, auf die der Normalo stoßen wird, vermutlich sogar von den meisten Hausärzten. Und allein das sollte es schon zu denken geben, gerade wenn du dir mal wie hier die Gegenposition anguckst. Cholesterol only becomes bad when you combine it with sugar, smoking, trans fats, seed oils. One of the problems with these is how they're made. They go through an industrial assembly line of chemical solvents like hexane. That's in gasoline. So when you combine all these things with cholesterol, as this rusting effect starts creating holes, just like a car, is your body has to heal it. So, das sind also die Fälle, in denen Cholesterin tatsächlich schlecht ist, nämlich nur in Verbindung mit Industriezucker, Nikotin, Transfetten und Samenölen, wie Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl und so weiter. Ja, schau dich ruhig mal auf dem Kanal hier um, denn hier bekommst du sehr viele Infos, die du woanders nicht finden wirst. Erzähl mir gern deine Sichtweise zum Thema, wirf einen Blick auf Siarts Fitness Methode und mach den Daumen für das Video hoch. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.